Konnichiwa-Catties, hier ist sie wieder, eure Josie, mit einer weiteren React-Folge und zwar einer Folge vom realen Irrsinn, vorgeschlagen von unserem Schildi1. Und zwar geht es heute um einen simulierten Bahnhalt. Was zum Geier sind simulierte Bahnhalte? Hält die Bahn da nur und fährt gleich weiter und lässt keinen ein- und aussteigen? Das wäre natürlich typisch Deutsche Bahn. Wenn ich das Bild sehe, was hier gerade schon im Video zu sehen ist, dann ist das die Deutsche Bahn, ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war jetzt ja 4,5 Monate in der Umschulung direkt vor Ort. Wir haben jetzt erstmal Homeoffice, deswegen gehe ich nur noch einmal die Woche vor Ort. Wir haben in diesem Gebäude, wo ich drinne bin, ganz viele Bahnen da werden verschiedene Bahnen da ausgebildet. Und mit den Damen und den wenigen Herren auf der Etage, wo ich auch in der Umschulung bin, mit denen kam ich eigentlich allen ganz gut aus. Die sind alle ganz freundlich und nett und mit denen konnte ich mich auch gut unterhalten. Da war eine Dame, die ist auch Radlerin wie ich und mit der habe ich mich sehr toll verstanden. Ich habe ihr ab und zu die Tür aufgemacht, damit sie wieder im Rad rein konnte und so. Und fand ich richtig toll. Muss ich sagen, es gibt auch wirklich tolle Bahnen da. Ganz viele tolle Bahnen da. Es gibt so ein paar, die machen ein paar unsinnige Dinge, aber okay, das ist halt so. Und ich würde mich immer noch freuen, irgendwann mal vielleicht für die Bahn zu arbeiten. Gucken wir mal. Muss ja nicht unbedingt in Deutschland sein, gell? Bahn ist Bahn. Gut, okay. Wir starten mal rüber in den Live-Bereich und schauen uns an, was es mit diesem komischen simulierten Bahn halt in Wilkerath auf sich hat. Ja, das ist ein komischer Name für einen Ort. Aber gucken wir einfach mal. Diese Regionalbahn ist Teil eines groß angelegten Simulationsprojekts. Sie simuliert einen zusätzlichen Stopp auf offener Strecke in Wilkerath. Moment. Das Ding hält auf offener Strecke, also nicht an einem Bahnhof, sondern einfach mitten in der Pampa. Das muss man sich jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen. Und das ist eine Simulation? Die sieht aber ziemlich real aus. Und was soll das? Da können ja keine Leute aussteigen und auch keiner einsteigen. Oder überlegt ihr, ob ihr da einen Bahnhof hinbaut. Wäre natürlich auch eine Idee, aber ich weiß nicht. Und dann steht sie da so. Wer versteht die Bahn noch? Das stimmt. Manchmal muss man wirklich sagen, wer versteht die Bahn noch? Ich glaube, die Bahn versteht sich manchmal nicht mal selbst. Also das ist schon eigenartig, muss ich Ihnen ehrlich sagen. Würden Sie gerne einmal mit der Deutschen Bahn so einen Simulationshalt mitmachen? Nee, danke schön. Warum auch? Das ist doch völliger Unsinn. Da ist nichts und die Bahn steht da einfach nur. Das ist ein Gleis, da ist nicht mal ein Haltesignal, wenn ich das richtig gesehen habe. Und das ist völlig unsinnig. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass sie da mal überlegen, den Bahnhof hinzubauen und überlegen, ob das funktioniert. Aber das weiß man doch vorher. In Overath einsteigen, in Wilkerath einen Halt simulieren und dann weiter nach Engelskirchen fahren. Warum eigentlich nicht? Weil es dumm ist. Es ist einfach nur dumm und kostet unnötig Zeit. Und dann wundert man sich, dass die Bahn alle zu spät kommen. Ich nicht. In Wilkerath gibt es zwar keinen Bahnhof, aber der könnte irgendwann kommen. Deshalb übt die Bahn hier schon mal das Anhalten. Wann soll dieser Bahnhof gebaut werden? Das wäre schon mal eine Sache. Und zweitens mal, wie viel von den Fahrern, die jetzt diese Bahn fahren, sind dann noch im Dienst? Ist nur so eine Frage am Rande. Die zusätzliche Fahrzeit soll so ermittelt werden. Wie soll man das auch sonst machen? Moment. Sie wollen die zusätzliche Fahrzeit ermitteln. Also Sie wollen ermitteln, wie lange dann die Leute brauchen, um ein- und auszusteigen. Und woher wollen die wissen, wie lange die Leute zum Ein- und Aussteigen brauchen, wenn sie das nur simulieren und dann nicht mal ein Bahnhof ist? Ich möchte gerne mal einen Vertreter der Deutschen Bahn sehen, der mir das erklären kann. Weil erklären kann man das nicht. Also ich weiß, ich verstehe es nicht. Sie können doch die Minute da drauf rechnen. Dann hätten Sie doch die Zeit, dann brauchen Sie nicht stehen zu bleiben. Die Frau ist schlau.
muss ich sagen. Also ich würde das auch mal. Ich würde sagen, okay, testen wir, wie lange wir fahren von Overath nach Engelskirchen. So, sagen wir mal, jetzt mal grob gesagt, 5 Minuten Fahrzeit. So, für einen weiteren Halt brauchen wir ungefähr Anfahrt zum Bremsen, stehen bleiben und wegfahren 3 Minuten. Heißt, wir brauchen dann von Overath nach Engelskirchen 8 Minuten. Und da ist das doch errechnet. Da brauche ich auch keinen Halt zu simulieren. Das ist völliger Unsinn. Ich glaube, ich entwickle ein neues Format bei mir. Unsinn mit der Deutschen Bahn. Wir haben sie Fun. Könnt ihr mal unten in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Ja, aber probieren geht über studieren. Von der Bahn heißt es, natürlich kann man Fahrzeiten auch rechnerisch ermitteln. Bitte rechnerisch, nicht simuliert. Man habe jedoch den praktischen Ansatz gewählt, um die Auswirkungen festzustellen und auch für die Kunden transparent zu machen. Das ist nicht transparent, das ist unsinnig, weil die Leute, wenn da jemand das erste Mal fährt, denkt er sich, warum halten wir jetzt hier? Das ist völliger Blödsinn. Alles für die Kunden. Die Simulation soll ja auch die Pünktlichkeit überprüfen. Moment. Pünktlichkeit und Bahn. 2 Welten prallen aufeinander. Das finde ich toll. Sie sollte mal ohne Simulationsfall versuchen, pünktlich zu sein. Das würde uns als Fahrgästen ja schon mal helfen. Das stimmt, da hat sie recht. Geil, geil. Im Moment, wo das noch simuliert wird, kommt ihr noch später? Ja, aber wie viel später, das ist doch die Frage. Seht ihr, 5 Minuten? Ich war sogar noch vor, ich habe nur 3 Minuten gesagt. Oh Mann, nein, nein, nein. Theoretiker bei der Bahn, oh Gott. Um das genau zu überprüfen, gibt es diese herrliche Simulation. Einmal hält die Bahn in dieser Richtung für mindestens 0,7 Minuten. Dann hält die Bahn in die andere Richtung wieder mindestens 0,7 Minuten. Dann hält die Bahn in diese Richtung für schon wieder mindestens 0,7 Minuten. Dann hält die Bahn wieder in die andere Richtung mindestens 0,7 Minuten. Für was? 0,7 Minuten? 0,7 Minuten mache ich alles, aber nicht aus der Bahn ein- und aussteigen. Und wenn da noch mehrere Leute stehen, weil da ein Bahnhof ist. Theoretiker, Theoretiker. Das ist immer so. Die Theoretiker bringen Dinge, die praktisch nicht umsetzbar sind, weil sie praktisch völlig anders verlaufen. Und ich kann das sagen, ich habe schon als Callcenter-Agent gearbeitet. Ja, und wir hatten Leitfäden, die geschrieben wurden, an die wir uns halten sollten. Wenn ich mich an diesen Leitfaden gehalten hätte, hätte ich nichts zustande gebracht. Dann wird wieder in diese Richtung simuliert, mindestens 0,7 Minuten. Dann simuliert sie wieder in die andere Richtung, mindestens 0,7 Minuten. Und das etwa 30 Mal am Tag. Wer genießt nicht gerne mindestens 0,7 Minuten diese Natur? Ganz entschleunigt mit den Augen über die Büsche schweifen. Mal durchatmen. War das ein bewegender Moment für Sie? Nein. Ich habe einen Blick auf die Häuser gehabt, auf einen Elektrokasten. Wir kennen die Natur, wir sind ja alle von hier. Was soll das bringen? Gar nichts, das bringt gar nichts. Liebe Bahn, lasst diesen Unsinn. Rechnet einfach aus und gut ist. Ihr wisst, dass die Bahn, wenn sie in die eine Richtung fährt und hält, oder in die andere Richtung fährt und hält, 5 Minuten Verspätung hat, also 5 Minuten drauf, fertig, Thema gegessen. Na, das bringt Fortschritt durch Stillstand. Und das kann wirklich nur die Deutsche Bahn. Genau, das kann nur die Deutsche Bahn. Auf solche idiotischen Ideen kommen nur Theoretiker. Praktiker hätten das nie zustande gebracht. Danke, Schildi. Danke, danke, danke. Ich konnte mich mal wieder schön über die Deutsche Bahn aufregen. Es ist echt zum Totlachen. Ganz ehrlich. Mann, Mann, Mann. Nee, nee, nee. Ah, ja, okay, gut. Ja, Deutsche Bahn. Fun mit der Deutschen Bahn. Wie gesagt, wenn ihr meint, das ist ein tolles Format, das könnte ich mal machen, unten in die Kommentare, dann weiß ich Bescheid. Aber ich mache jetzt erstmal eins, nämlich ich mache jetzt hier und mache ein Like. Abonniert habe ich ja schon, geliked haben wir jetzt auch. Und ja, wenn ihr das auch macht hier, dann freue ich mich darüber, weil ihr den Kanal unterstützt. Wenn ihr mal live dabei sein wollt, wie ich mich aufrege,
schaut einfach mal in den in die Videobeschreibung. Da ist nämlich ein Link zu meinem Twitch-Kanal und da könnt ihr mit zuschauen. Und dann können wir da, ja, genau, dann kriegt ihr das mal live mit. Meistens mache ich das samstags früh. Können wir ein schönes Frühstück mit zusammen verbringen, genau. So, oder wenn ihr irgendwas los, wenn ihr das Video direkt mal sehen wollt, ohne dass ich was dazu sage, auch einfach in die Videobeschreibung gucken, da ist nämlich der Link zum Originalvideo mit verlinkt. Und wenn ihr Vorschläge, Kritik, Anregungen habt, irgendwas loswerden wollt zu diesem Kanal und so weiter, einfach unten auch in die Kommentare. Ich reagiere da auf jeden Kommentar persönlich, ja. Was bleibt mir sonst noch zu sagen? Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall einen schönen Resttag oder eine schöne Nacht, je nachdem, wann ihr das Video guckt. Wir sehen uns wieder und bis dahin sagt euch Tschüss, eure Josie.